Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Reinhold-Meyer-Stiftung möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltungsreihe Wirtschaftskrise Perspektiven und heute zum Thema Alles teurer und kein Ende. Wie kommen wir wieder raus aus der Inflation? Mein Name ist Melanie Kögler und ich leite das Landesbüro Baden-Württemberg der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Reinhold-Meyer-Stiftung. Viele von Ihnen waren sicherlich schon bei der einen oder anderen Veranstaltung von uns. Für diejenigen, für die es vielleicht das erste Mal ist, ein paar kurze Worte zu unserer Arbeit. Die heutige Veranstaltung ist eine von etwa 300 Vorträgen, Lesungen, Diskussionen und Trainings, die wir im Rahmen unserer politischen Bildungsarbeit jährlich in Baden-Württemberg durchführen, online wie auch offline. Neben dieser Säule der politischen Erwachsenenbildung, setzt sich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit auch in über 60 Ländern weltweit für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ein und fördert zudem Studierende durch Stipendien. Wir haben Ende Januar die Veranstaltungsreihe Wirtschaftskrise Perspektiven ins Leben gerufen und wollen uns dabei den Herausforderungen widmen, vor denen wir aktuell stehen, vor denen vor allem Deutschlands Wirtschaft und Gesellschaft momentan stehen. Sei es durch den Klimawandel, die Pandemie und deren Nachwirkungen, aber auch durch den Fachkräftemangel und viele weitere Faktoren. Worüber sprechen wir jetzt in der heutigen Folge? Alles wird momentan teurer. Sie haben es sicher bemerkt. Die Inflation ist aktuell eines der größten Probleme, die wir haben, für Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie für die Wirtschaft. Wir wollen daher darüber sprechen, welche unterschiedlichen Erfahrungen Deutschland, unsere europäischen Nachbarn und die USA mit Inflation machen und welche Strategien es für die deutsche und europäische Politik gibt, um die Teuerungswelle zu stoppen. Dafür haben wir auch tolle Gäste heute hier. Dr. Florian Tonka ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen. Er hat Jura in Regensburg, Cambridge und Heidelberg studiert und an der Uni Tübingen promoviert. Und er war bereits von 2005 bis 2013 Mitglied des Bundestages und gehört diesen seit 2017 auch wieder an. Professor Dr. Lena Träger lehrt VWL, insbesondere Geld und internationale Finanzwirtschaft an der Leibniz-Universität Hannover. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die Finanzen der privaten Haushalte und die Bildung von makroökonomischen Erwartungen. Hermann Josef Tenhagen ist laut Spiegel einer der bekanntesten Verbraucherjournalisten Deutschlands. Er ist Chefredakteur und Geschäftsführer von Finanztipp und war von 1999 bis 2014 Chefredakteur von Finanztest. Und er war bereits viermal Wirtschaftsjournalist des Jahres. Durch den Abend wird sie Henning Krumrey führen. Herr Krumrey ist Journalist sowie Kommunikations- und Politikberater. Er war Bonner Korrespondent der Wirtschaftswoche, gehörte zur Gründungsmannschaft des Focus und war später unter anderem stellvertretender Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ihnen allen ganz herzlichen Dank, dass Sie den heutigen Abend ermöglicht haben. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben natürlich auch die Möglichkeit, sich einzubringen und Ihre Fragen zu stellen. Sie können das über die F&A-Funktion am unteren Bildschirmrand tun. Unsere Reihe Wirtschaftskrise Perspektiven wird in den kommenden Wochen auch weiter fortgesetzt. Die nächste Folge findet in 2 Wochen statt, am 25.05. zum Thema Geschäftsmodell Deutschland. Ich würde Ihnen da nachher den Link in den Chat stellen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie sich auch wieder zuschalten. An dieser Stelle würde ich übergeben an Sie, Herr Krumrey, und wünsche Ihnen allen einen interessanten Abend. Vielen Dank, Frau Kögler, für die Einführung auch von meiner Seite. Guten Abend und herzlich willkommen. Durch diese Einführung können wir direkt ins Thema starten und tun dies mit einem kurzen Einführungsvortrag von Frau Professor Träger. Sie liefert uns die Grundlagen, damit wir alle eine gemeinsame Basis für die folgende Diskussion haben. Frau Professor Träger, bitte legen Sie los. Ja, vielen Dank, Herr Krumrey. So, das sollte man jetzt hoffentlich sehen können. Ja. Sehr schön. Ja, ich dachte, wir starten mit einem einfachen Überblick in die aktuelle Situation und auch so ein bisschen kleine Vorausschau, was verschiedene Gruppen erwarten in Bezug auf das Thema Inflation in der Eurozone und in Deutschland. Und ja, wir gucken einfach mal in die Daten. Das hier ist ein Überblick von der EZB über die aktuelle Inflation in der Eurozone. Man sieht hier unten die Karte der Eurozone. Die dunkler gefärbten Länder sind die Länder mit der höheren Inflationsrate. Deutschland ist hier in der Mitte mit 7,8
5%. Das sind jetzt die Daten für März 2023. Und wenn man das vergleicht, sieht man, dass wir aktuell bis auf die östlicheren Länder der Eurozone hier im Baltikum und hier im östlichen Teil im Zentrum eine der höheren Inflationsraten haben. Italien ist noch ähnlich hoch mit 8,1%. Die anderen Länder liegen eher knapp darunter. Wenn man sich jetzt dann anschaut, woher kommt die Inflation aktuell, sieht man hier die verschiedenen Warengruppen, die im Konsumentenpreisindex enthalten sind. Und da sticht ganz klar dieser Balken heraus mit 17,5%. Das sind die Lebensmittelpreise. Das heißt, aktuell sind Lebensmittelpreise der primäre Treiber der Inflationsrate, was auch noch vergleichsweise hoch ist im Eurozonendurchschnitt, sind zum Beispiel Haushaltsgeräte, das wäre dieser Balken hier mit 8,5%, oder verschiedene Dienstleistungen aus dem Restaurant- und Hotelsektor. Hier ist, unten ist die Zeitreihe, also das ist die Entwicklung der Inflationsrate seit Beginn der Eurozone, seit 1999. Und man sieht natürlich sehr deutlich den dramatischen Anstieg in der Inflation seit 2021. Und man sieht aber auch, dass die Inflation zumindest auf Eurozonenebene jetzt auch wieder angefangen hat, zurückzugehen. So, das war das Bild für die Eurozone. Dann schauen wir uns jetzt als nächstes mal das Bild für Deutschland an im Vergleich. Hier unten sieht man jetzt den Eurozonendurchschnitt von eben und in Orange dazu die Zeitreihe für Deutschland. Wenig überraschend sind die sehr nah beieinander. Das liegt auch zum großen Teil mit daran, dass Deutschland die größte Volkswirtschaft in der Eurozone ist, das heißt mit dem größten Gewicht in den Eurozonendurchschnitt eingeht. Über lange Zeit war die deutsche Inflation eher immer etwas unter dem Eurozonendurchschnitt. Hier sieht man es zum Beispiel oder auch hier in der Zeit nach der Finanzkrise. Aktuell ist das Gegenteil der Fall. Wir haben es ja eben in dem Überblick auch schon mal gesehen in der Landkarte. Also aktuell liegt die Inflation in Deutschland etwas über dem Eurozonendurchschnitt. So, wenn man sich jetzt hier wieder die Balken anschaut, das sind jetzt die Balken für Deutschland, dann sieht man vielleicht, wenn man eben gut aufgepasst hat, dass das Bild zwar ähnlich ist, aber doch ein bisschen anders. Da wollen wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Sehr auffallend hier wieder der Balken für die Lebensmittelpreise. Eben, wenn wir kurz zurückschauen, hatten wir einen Wert von 17,5%. Der ist in Deutschland aktuell deutlich höher bei fast 22% Preissteigerung gegenüber dem Vorjahresmonat. Also das ist auch hier in Deutschland der primäre Preistreiber der Inflation im Moment, aber eben noch in einem stärkeren Ausmaß, als das im Eurozonendurchschnitt der Fall ist. So, und wenn wir jetzt eben uns diese Balken jetzt hier nochmal ein bisschen genauer angucken, da habe ich jetzt mal einige rausgepickt, die sich eben vom Eurozonendurchschnitt unterscheiden. Das sind hier zum Beispiel eben die Lebensmittel aufgeteilt in Lebensmittel und Getränke und dann separat nochmal Alkohol und Tabak. Dort sind die Preissteigerungen größer gewesen als im Eurozonendurchschnitt. Durchschnitt und vor allen Dingen bei den Lebensmittelpreisen etwas weniger ausgeprägt bei den anderen. Und dann hier die Energiepreise auch etwas höher als im Eurozonendurchschnitt. Da waren es jetzt nochmal kurz zum Vergleich nur 4,6%. Die Mieten sind damit eingerechnet in dieser Kategorie. Und wir haben eben hier die 9,1% der Kreis sollte eigentlich hier sein. So, woran liegt das? Deutschland ist jetzt nicht komplett anders als die anderen Länder der Eurozone. Ähnliche Faktoren wirken eigentlich in allen Ländern, aber eben unterschiedlich stark ausgeprägt. In unserem Fall hier sind es natürlich sehr ausgeprägt die hohen Energiepreise. Dann der Arbeitskräftemangel, der sich auf die Löhne auswirkt. Klimafaktoren, vor allen Dingen bei den Lebensmittelpreisen, die natürlich stark die Landwirtschaft beeinträchtigen, Dürre beispielsweise und Ähnliches. Ebenso wie die geopolitische Lage durch den Krieg in der Ukraine nach dem Angriff Russlands.
der, wie wir, denke ich, alle wissen, dazu geführt hat, dass eben Lebensmittelpreise für bestimmte Lebensmittel wie Weizen oder auch Pflanzenöle sich stark verteuert haben und gleichzeitig durch die Sanktionen auf die russische Wirtschaft eben auch Düngemittel, die allgemein in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen und ähnliche Produkte sich verteuert haben. Also das wirkt nach wie vor. Jetzt im Laufe der Zeit kristallisiert sich auch immer mehr so ein bisschen heraus, dass, obwohl sich das natürlich schwer messen lässt, dass es auch gewisse Profitmitnahmen in diesen Bereichen gibt. Ich denke, da werden wir später auch noch mehr dazu hören. Deswegen werde ich jetzt hier mal gar nicht so viel vorwegnehmen, aber das sind also alles Faktoren, die auf diese Preissteigerung wirken. So, dann haben wir jetzt hier die Energiepreise. Da denke ich, ist klar, woher der Preisanstieg kommt. Ich habe es jetzt einfach nur noch mal aufgelistet, was die einzelnen Energieträger im Moment, wie die sich entwickelt haben. Und da ist natürlich ganz klar Vorreiter nach wie vor der Gaspreis. Der Gaspreis ist zwar stark gefallen, aber dennoch durch den Basiseffekt, wenn man es jetzt mit dem Vorjahrespreis vergleicht, immer noch ein Zuwachs von 34%. In den aktuellen Daten, feste Brennstoffe sowie Holz sind auch nach wie vor deutlich, sehr deutlich teurer, 30% im Vergleich zum Vorjahrespreis. Strom auch immer noch deutliche Erhöhung bei ungefähr 15%, was deutlich günstiger geworden ist, ist Heizöl. Also es sind nicht alle Energieträger, die immer noch sehr stark starke Preissteigerungen erleben. Aber der Trend ist nach wie vor ziemlich deutlich positiv. So, und dann haben wir hier noch den Dienstleistungssektor, der auch eben über dem Eurozonendurchschnitt preislich hier liegt in der Ansteigung. Da einmal alles, was mit Freizeit zu tun hat, also Kultursektor und Freizeit allgemein. Und dann eben das, was wir eben schon gesehen hatten, Restaurants und Hotels. Und da sehen wir eben auch wieder Arbeitskräftemangel, der dort zu Lohnsteigerungen geführt hat. Aber da ist auch, das ist auch ein Bereich, wo eben eine hohe Nachfrage nach der Pandemie nach wie vor auch noch eine Rolle spielt. Energiepreise ebenso und gegebenenfalls eben auch die Profitmitnahme. Ja, das war also das Thema jetzt erstmal Bestandsaufnahme. Wo kommt die Inflation aktuell her? Dann nur kurz zum Anreißen, ich denke, da sprechen wir nachher später noch drüber, die Frage nach der Lohnpreis ist, müssen wir jetzt Sorge haben vor einer Lohnpreisspirale, die Inflation weiter antreibt? Da kann man eigentlich im Moment nur zu sagen, man weiß es noch nicht so genau. Es gibt, das sind jetzt die Daten bis Ende des Jahres 2022. Wenn man sich diese Daten anschaut, sieht es nicht so stark danach aus, aber es gibt eben auch momentan noch laufende Lohnverhandlungen und das könnte sein, dass der Trend dann wieder ein bisschen anders aussieht. Das ist jetzt im Moment noch nicht klar. Was man hier sieht, ist in Rot der Reallohnindex, der also die Kaufkraft misst im Durchschnitt der Löhne in Deutschland. Und der setzt sich zusammen aus der Differenz zwischen dem Nominallohn, also den Löhnen gemessen in Euro, und den Preissteigerungen über den Verbraucherpreisindex, die dann abgezogen werden. Wenn man sich jetzt einfach mal nur die rote Linie anschaut, also wie hat sich die Kaufkraft in Deutschland entwickelt, sieht man meistens, ist das im positiven Bereich, aber moderat, so im Bereich so um die 2%, 2-3% vielleicht. Und selten wird das negativ. Wenn der Reallohn negativ wird, bedeutet das, dass die VerbraucherInnen weniger Kaufkraft im Durchschnitt zur Verfügung haben. Das war der Fall in der Pandemie. Hier sieht man es im Jahr 2020. Und da sieht man auch ganz deutlich, woran es liegt, nämlich da sind die Nominallöhne zurückgegangen. Also die blaue Linie ist negativ geworden. Und jetzt aktuell sieht man es auch, und zwar sogar noch deutlich stärker. Also wir haben Reallohnrückgänge im Bereich von minus 5% gesehen im letzten Jahr. Und das ist diesmal nicht dem starken Einbruch der Nominallöhne zu verdanken. Die sind aber auch eher rückläufig gewesen. Aber vor allen Dingen ist es getrieben durch diesen deutlichen Anstieg in der Inflation
die wir hier in der schwarzen Linie sehen. Und ja, das ist insofern jetzt nichts Neues. Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass die Inflation dazu geführt hat, dass die Kaufkraft weniger wurde und die Menschen dadurch ärmer wurden. Aber hier sieht man eben nochmal das Ausmaß im Vergleich eben sogar noch stärker als während der Pandemie. So, das war, und jetzt möchte ich gerne nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Das ist ja im Grunde das, was uns heute passiert, interessiert. Wie geht es jetzt weiter? Und da gibt es auch Daten für, nämlich Daten für Inflationserwartungen. Und die gibt es von verschiedenen Gruppen. Wir fangen mal an mit den Experten. Das hier sind Experten in dem Sinne, dass die Daten von Menschen kommen, deren Arbeit darin besteht, Inflation zu prognostizieren, die Professional Forecasters. Also sollten sie also sehr gut informierte Prognosen abgeben und die werden regelmäßig eingesammelt von der EZB. Und man sieht hier einen Vergleich zwischen der Prognose einmal für das Jahr 2023, 2024 und 2025 aus dem ersten Quartal dieses Jahres und dem zweiten Quartal dieses Jahres. Die Daten aus dem zweiten Quartal sind die etwas kräftiger gedruckten Farben. Und die Prognose wurde abgegeben einmal für die durchschnittliche Inflationsrate in der Eurozone, das ist hier der harmonisierte Verbraucherpreisindex, und auch für die Kerninflation, also ohne Energie- und Lebensmittelpreise. Und wie man da sieht, hat sich in den Prognosen zwischen den beiden Quartalen einiges getan, vor allen Dingen in Bezug auf das aktuelle Jahr. In dem Sinne, dass die ExpertInnen jetzt im zweiten Quartal weniger Inflation insgesamt für 2023 erwarten, aber mehr Kerninflation. Das heißt, und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Energiepreise so stark gesunken sind. Also da sind die Erwartungen runtergegangen, aber gleichzeitig gibt es einen größeren als vorher erwarteten Preisdruck in der Kerninflation. Und dann ist aber nach wie vor die Erwartung, dass sich das im nächsten und übernächsten Jahr dann stark abschwächen wird und wir dann in 2025 schon wieder relativ nah am Inflationsziel der EZB bei 2% liegen werden. Das spiegelt sich auch hier wieder in den langfristigen Inflationserwartungen dieser ExpertInnen. Die sind für 2027 aktuell. Und da, wir müssen jetzt nicht groß auf den Unterschied dieser Linien hier eingehen. Das sind einfach unterschiedliche Arten, diese Erwartungen zu aggregieren und zu messen. Aber wenn man sich mal jetzt hier den Median anschaut, die gelbe Linie, dann liegt das genau bei 2% jetzt hier am aktuellen Rand. Und die durchschnittliche Prognose liegt knapp darüber. Das heißt, nach einer Phase, in der diese langfristigen Erwartungen immer eher etwas unter dem Inflationsziel lagen und es so eine Tendenz gab, dass die ExpertInnen eben nicht mehr sicher waren, ob in der mittleren Frist das Inflationsziel erreicht wird, ist jetzt wieder der Fall, dass sie das eigentlich glauben, dass das der Fall sein wird. Ja, dann ist die Frage, denken das auch alle anderen? Jetzt fragen wir mal die Haushalte. Da sind jetzt auch Daten, die von der EZB erhoben werden, und zwar für die größten Volkswirtschaften in der Eurozone. Man sieht hier die Länderkürzel, jeweils für die kommenden 12 Monate. Und da sehen wir, dass diese Erwartungen deutlich angestiegen sind in den letzten Monaten, aber dann jetzt sich auch wieder stabilisiert haben. Also hier am volatilsten ist zum Beispiel Italien. Da waren die Erwartungen zwischendurch bei 9%, sind jetzt wieder runtergegangen. Und Deutschland ist die gelbe Linie. Da sehen wir auch diesen Abwärtstrend, der sich dann allerdings im letzten Monat nochmal so ein Stück weit wieder revidiert hat. Da weiß man jetzt nicht genau, woran das liegt. Und müsste jetzt eben die kommenden Monate mal abwarten, um zu schauen, ob der Trend dann, dieser Negativtrend wieder weitergeht. Aber es sieht so ein bisschen so aus, als ob Haushalte jetzt auch zunehmend denken würden, dass die Inflation sich abschwächt. Wenn wir nur für Deutschland gucken, da gibt es Daten der Bundesbank. Hier sind wieder die Daten für die nächsten 12 Monate. Da sehen wir eigentlich das gleiche Bild. Auch hier sind die Erwartungen jetzt wieder deutlich gesunken, lagen zwischendurch so zwischen 8 und 9%, je nachdem, ob man den Durchschnitt oder den Median anschaut. Und jetzt liegen wir wieder so im Bereich zwischen 6 und 7%, immer noch deutlich höher
als im Jahr 2020 zum Beispiel. Aber die Hoffnung ist, dass das eben noch weitergehen könnte. Was allerdings ein bisschen dagegen spricht, ist, wenn man sich die 5-Jahres-Daten anschaut, also was erwarten die Leute im Durchschnitt über die nächsten 5 Jahre? Das ist auch wieder so ein Maß für so längerfristige Inflationserwartungen. Und die scheinen sich jetzt hier auf einem höheren Niveau stabilisiert zu haben. Vorher lagen die so ungefähr bei 3%, immer noch höher als das Inflationsziel, aber jetzt liegen sie bei so ungefähr 5%, deutlich höher als das Inflationsziel. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass das sich verfestigen könnte. Man spricht dann von einer Endankerung der Inflationserwartung, das ist etwas, was die Geldpolitik unbedingt vermeiden möchte, weil dadurch eben Preisdruck entstehen könnte, wenn die Leute dauerhaft glauben, dass das Inflationsziel nicht erreicht werden wird. Und natürlich wäre das auch ein schlechtes Signal für die Glaubwürdigkeit dieses Inflationsziels. Also das sollte man im Blick behalten und könnte Anlass zur Sorge sein. Wenn wir jetzt die Unternehmen fragen, also Managerinnen bei Unternehmen in Deutschland, die ja letzten Endes die entscheidende Instanz sind, wenn es um Preisveränderungen geht. Dort werden ja die Preise gesetzt. Wie sieht es da aus? Relativ ähnlich im Vergleich zu den Haushalten. Und das jetzt auch nicht überraschend, das ist eigentlich ein sehr konsistentes Ergebnis in der Literatur, auch aus verschiedenen Ländern. Also wir sehen hier auch, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen so einen leichten Abwärtstrend haben. Die liegen interessanterweise über denen von den Haushalten. Das wäre mal interessant zu untersuchen, woran das liegt. Und auch die langfristigen hier sich in so einem Bereich um die 5% zu stabilisieren scheinen. Also genau das gleiche Bild wie bei den Haushalten. Ja, und dann am Schluss würde ich gerne noch ganz kurz etwas über die aktuelle Geldpolitik erzählen. Ich lasse jetzt mal bewusst die Fiskalpolitik weg. Ich denke, da hören wir dann von Herrn Tonka gleich noch mehr. Und genau, also die aktuelle Politik, ich denke, das werden auch viele mitbekommen haben. Bei der letzten Zinsentscheidung am 4. Mai wurden alle Zinsen der EZB nochmal um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Das heißt, der Leitzins, der Hauptrefinanzierungszins liegt jetzt bei 3,75%. Und die Argumentation von Seiten der EZB ist, dass der Inflationsdruck nach wie vor zu hoch sei. Man sieht es ja auch in den Daten, wir sind nach wie vor weit entfernt von dem Ziel von 2%. Und es scheint so einen gewissen Rückgang zu geben, aber man muss eben jetzt wirklich noch gucken, ist der nachhaltig und vor allen Dingen, wie zügig geht die Inflation wieder runter. Was sich verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr, sind die Faktoren, die die Inflation antreiben. Das haben wir eben in den Daten ja auch gesehen. Inzwischen stärker Nachfrage als angebotsgetrieben. Das heißt, die Angebotsschocks, Energiepreise und auch Lieferkettenstörungen, die gehen langsam zurück. Stattdessen pflanzt sich das Ganze jetzt durch die Ökonomie fort, durch alle Sektoren. Wir haben gesehen, alle Sektoren sind auch von diesen überdurchschnittlichen Preissteigerungen mehr oder weniger betroffen. Wir sehen jetzt Lohn- und auch Profitzuwächse, was beides dazu beitragen kann, dass Inflation eben sich fortpflanzt. Und daher sind aus Sicht der EZB weitere Zinserhöhungen notwendig. Gleichzeitig wird sehr stark betont, die hohe Unsicherheit in Bezug auf zukünftige Inflation, zum Beispiel auch in Bezug auf die Energiepreisentwicklung, die jetzt in den letzten Monaten positiv war. Aber auch das kann sich schnell ändern, wenn sich beispielsweise das Kriegsgeschehen ändert in der Ukraine oder wenn die OPEC-Länder andere Entscheidungen treffen. Da ist also nach wie vor ein hoher Unsicherheitsfaktor. Positiv ist aus Sicht der EZB, dass es erste Zeichen gibt, dass die restriktive Geldpolitik, also die starken Zinserhöhungen, die sie in den letzten Monaten vorgenommen haben, anfangen zu wirken. Das dauert immer relativ lange, bis das wirklich seine volle Wirkung auf die Wirtschaft und damit letzten Endes auch die Inflationsrate entfaltet. Von daher stehen wir da jetzt erst am Anfang.
Man sieht aber schon, dass es zum Beispiel ein niedrigeres Kreditwachstum gibt in Bezug auf Kredite an Haushalte und an Unternehmen. Und das deutet darauf hin, dass die Banken anfangen, auf die Zinssteigerungen zu reagieren und natürlich auch Unternehmen und Haushalte, die diese Kredite nachfragen und dann letzten Endes im nächsten Schritt dann wahrscheinlich auch sich Effekte eben auf Investitionen, Konsum und so weiter und dann auch die Inflation zeigen. Ja, und zu guter Letzt, was die EZB noch sehr stark betont, eben aufgrund der hohen Unsicherheit und aufgrund der auch möglicherweise sich ändernden Lage, ist, dass sie einen datengestützten Meeting-by-Meeting-Approach verfolgen. Das bedeutet, dass sie sich aktuell nicht stark festlegen darauf, was sie in den nächsten Meetings tun werden. Sie deuten an, dass es auf jeden Fall noch weitere Zinssteigerungen geben wird, aber sie sagen zum Beispiel nicht, wie viele das sein werden oder bis zu welcher Höhe sie gehen werden, sondern sie betonen immer wieder, dass sie die aktuellen Daten analysieren und dann auf dieser Basis jeweils aktuell entscheiden, was aus ihrer Sicht der beste Weg ist. Das ist also ein etwas anderer Ansatz, als sie ihn vor diesem Anstieg in der Inflation gefahren haben. Da war es eben sehr stark kommuniziert, was in der nächsten Zeit passieren würde. Der Hintergrund ist, denke ich, dass eben angesichts der unsicheren Lage man vermeiden möchte, dass Erwartungen gebildet werden, die dann enttäuscht werden und das dann negativ sich auswirken würde auf das Vertrauen in die Zentralbank. Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt erstmal stoppen und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Frau Professor Dräger. Da war eine Menge drin und da werden wir jetzt, glaube ich, einiges noch in der Diskussion weiter vertiefen. Die Inflation, sagt Finanzminister Christian Lindner, sei ein zähes Biest. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, wie wir dieses zähe Biest nun vielleicht auch wieder loswerden. Und dabei wollen wir auch mit den Zuschauern ins Gespräch kommen, Ihre Fragen, Anregungen, Kommentare mitnehmen. Also nochmal die Aufforderung, schreiben Sie das gerne in den F&A-Bereich. Das können Sie jetzt schon tun. Und da ist in der Tat auch schon zwei Sachnachfragen. Da schlage ich vor, dass wir die schnell abarbeiten, damit die jeweiligen Zuhörer nicht mit Fragezeichen die ganze weitere Sitzung hier in Unruhe sind. Das eine ist die Frage, Frau Professor Dräger, Sie hatten beim Blick auf Deutschland gesagt, stand auch in der Präsentation, dass das Thema Klima auch preistreibend sei. Da tauchte jetzt die Frage auf, warum hatten Sie das jetzt nur in Anführungsstrichen bei Deutschland erwähnt, nicht aber zum Beispiel bei Spanien, wo ja das Dürreproblem ist. Gilt das sozusagen nur für Deutschland oder war das jetzt sozusagen nur zufällig dort erwähnt? Ja, das gilt natürlich nicht nur für Deutschland. Ich hatte ja für die Eurozone bin ich ja gar nicht auf die Gründe der Inflation eingegangen. Das habe ich jetzt nur am Beispiel von Deutschland gemacht, aber selbstverständlich sind andere Länder genauso davon betroffen. Wunderbar. Und dann gab es die Frage, ob wir die Präsentation, Ihre Präsentation an die Zuschauer, die da interessiert sind, verschicken dürfen. Das können wir sonst aber auch im Nachgang noch klären. Jetzt wollen wir dann in die Diskussion einsteigen. Herr Staatssekretär Tonka, auf Ihrer Internetseite steht, die Bekämpfung der Inflation ist jetzt die wichtigste finanzpolitische Aufgabe. Warum setzen Sie diese Priorität? Na, es ist ja evident, welche Gefahren mit einer dauerhaft hohen Inflation verbunden sind für die Volkswirtschaft. Einerseits, wenn das Vertrauen in den Wert des Geldes schwindet, dann verzerrt das natürlich auch Investitions- und Ausgabeentscheidungen. Und abgesehen davon ist es natürlich auch für die privaten Haushalte extrem belastend. Das gefährdet die Altersvorsorge und vieles andere mehr. Also wir haben nicht ohne Grund die Inflationsziele von, die EZB sagt, 2%, also jedenfalls sehr viel niedriger als heute. Und ich würde in der Tat sagen, es ist ein Kooperationsverhältnis zwischen Notenbank und zwischen den
Regierungen nötig. Natürlich ist vor allem Mandat der Notenbanken, für Preisstabilität zu sorgen. Das machen sie ja auch alle. Auch weltweit werden die Zinsen erhöht. Auch die EZB hat das bisher sehr stringent durchgehalten. Das halte ich auch für absolut richtig. Wird jetzt auch den Bilanzabbau nochmal beschleunigen, also die Geldpolitik anziehen. Und Frau Professor Dräger hat ja auch schon dargestellt, dass das erste Wirkungen hat, dass die Kreditvergabe zurückgeht und in der Tat, dass es ja auch da erste Erfolge gibt. Aber das muss jetzt natürlich durchgehalten werden. Ja, und was ist dann Aufgabe der Finanzminister? Was ist Aufgabe der Staaten? Sie müssen diese Politik unterstützen. Ohne die richtige Finanz- und Fiskalpolitik und auch Wirtschaftspolitik ist es für die Notenbanken viel schwieriger, Preisstabilität zu erreichen. Bedeutet, keine expansive Fiskalpolitik mehr wie in der Pandemie, wo also hohe Schulden aufgenommen wurden, um damit Subventionen und Hilfen zu finanzieren, um wegbrechende Nachfrage auszugleichen, sondern eine vorsichtige Fiskalpolitik. So empfiehlt das auch der Internationale Währungsfonds. Also die Rückkehr zu letztlich normalen Verschuldungsgraden, ein Pfad auch insbesondere zur Konsolidierung der Staatshaushalte, die zu hoch verschuldet sind. Und stattdessen, statt fiskalischen Impulsen, statt Geld, das gewissermaßen die Finanzminister in den Wirtschaftskreislauf stecken und zusätzlich reingeben, dann eher eine Politik, die darauf setzt, dass wir mehr Angebot bekommen, dass Angebotsengpässe beseitigt werden, beispielsweise bei der Energieversorgung, neue Energiequellen, beispielsweise bei Lieferketten. Da haben wir jetzt eine gewisse Entspannung, aber da müssen wir natürlich auch daran arbeiten, dass wir besser diversifizieren als bisher. Aber auch so Themen wie Fachkräfte, an denen die Bundesregierung jetzt arbeitet. Arbeitskräftemangel ist auch ein Preis- und Inflationstreiber. Also das ist jetzt im Grunde die Antwort, eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, Impulse, die den Finanzminister jetzt nichts kosten, aber die Wachstum freisetzen, die für Angebot sorgen. Damit kann der Staat am besten helfen, dabei, dass die Notenbanken mit ihren Instrumenten das Problem der Inflation am schnellsten in den Griff kriegen. Herr Tenhagen, Sie haben ja vor allem die Sorgen der Verbraucher im Blick und kriegen sie auch mit Leserzuschriften jeden Tag auf den Schreibtisch gespült. Teilen Sie diese Einschätzung, Inflation die größte Sorge und Bedrohung momentan? Das Mikro fehlt noch. Genau. Ja, guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Ich weiß nicht, ob das für alle die größte Bedrohung ist. Es gibt da sehr unterschiedliche Haushalte. Wenn man jetzt mal, also es gibt ja zwei Entwicklungen, die so eine Inflation beschleunigt. Das eine ist Preise für Menschen, die das nicht gut bezahlen können. Und es ist tatsächlich so, dass gerade die Leute mit den niedrigen Einkommen besonders unter der Inflation leiden. Und die leiden doppelt. Einmal, weil sie nichts zuzusetzen haben, also sie haben keine Ersparnisse, wo sie etwas hernehmen können. Und zweitens werden insbesondere auch noch Bereiche, in denen die Ausgaben von Haushalten mit wenig Geld besonders hoch sind, nämlich zum Beispiel Lebensmittel, ja jetzt besonders betroffen, sehen wir ja. Also um das mal platt zu machen, ein Durchschnittshaushalt in Deutschland gibt 10% seines Geldes für Lebensmittel aus. Ein Bürgergeldhaushalt gibt 30% seines Geldes für Lebensmittel aus und ist natürlich auf die Art und Weise besonders betroffen. Das heißt, da haben wir die eine Betroffenheit, die wir ganz deutlich sehen in Haushalten. Und die andere Betroffenheit ist die Leute, die mit ihren Ersparnissen da sitzen und sozusagen 10 Jahre lang geklagt haben, dass sie keine Zinsen bekommen. Da haben sie keine Zinsen bekommen, aber die Inflation war bei 2%. Jetzt könnten sie 3% Zinsen bekommen und die Inflation ist bei 7 oder 8%. Das ist nicht mal besser, sondern eher schlechter. Und erschwerend kommt noch hinzu, die Bundesbank hat gerade ausgerechnet, dass von den täglich verfügbaren Geldern die Zinsen, die die Leute dafür bekommen haben, waren im ersten Quartal 0,1%. Das heißt, die haben diese 3%, kriegt nur ein verschwindend geringer Teil der Bevölkerung für seine Ersparnisse. Die anderen bekommen das nicht, das streichen im Augenblick gerade die Banken ein. Die müssen nur abends ihr Geld bei der EZB abgeben und bekommen dafür 3,25% Zinsen fürs Nichtstun. Das sind so die beiden sozusagen Kernbereiche, die bei uns aufschlagen. Das eine ist die Sparerinnen und Sparer, die sagen, so funktioniert das aber nicht, mein Geld wird weniger wert. Und das andere sind die mit den Schwierigkeiten im Haushalt ohnehin, die durch die spezifische Art der Inflation nochmal besonders getroffen sind. Um das mal plastisch zu sagen, also wir haben jetzt bei den Tagesgeldkonten,
eine Million Abrufe gehabt in den letzten Monaten von den Leuten, die es dann machen, die das verändern. Aber es sind natürlich, der große Teil der Menschen macht es nicht mit seinem Geld, geht nicht zu einer anderen Bank, wo er dann vielleicht 2,5 oder 3% Zinsen bekäme. Eine Frage an Sie und auch nochmal an Frau Professor Dräger. Gibt es denn umgekehrt Gruppen, die von Inflation, also Bevölkerungsgruppen, die von Inflation sogar profitieren? Oder gibt es das gar nicht? Also, naja, erstmal gibt es Unternehmen, die durchaus profitiert haben. Das Erste, was einem natürlich einfällt, ich habe gerade die Zahlen nochmal nachgeguckt, sind die Mineralölkonzerne, die im letzten Jahr, ich glaube, Aramco hat gesagt, sie haben 199 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Exxon hat 56 Milliarden Dollar Gewinn gemacht und die anderen großen zusammen nochmal 150 Milliarden. Das ist das eine. Aber Sie sehen auch, und das können Sie ja auch an den Quartalszahlen der Aktienunternehmen vor allen Dingen ja sehen, dass die im letzten Jahr sehr gut damit gefahren sind. Das heißt, in den Unternehmen hat es jedenfalls große Gewinn, also Profiteure gegeben. Wie sich das Geld, was da sozusagen verdient worden ist, wie sich das dann verteilt, wie viel davon bei Arbeitnehmern ankommt, wie viel davon im Management ankommt, wie viel davon bei den Aktionärinnen und Aktionären ankommt, das muss man dann nochmal gesondert betrachten. Das ist, glaube ich, immer eine interessante Betrachtung, weil es sind nicht notwendig die Aktionärinnen und Aktionäre, die davon profitieren. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine andere große Gruppe, die immer von Inflation profitiert. Das sind die Schuldner. Also alle Menschen alle Institutionen, sage ich jetzt mal, egal ob Menschen oder der Staat, die Schulden besitzen, profitieren natürlich davon, dass der reale Wert der Schulden genauso sinkt wie der reale Wert der Guthaben. Das ist ein ganz automatischer Effekt. Das heißt, Menschen mit Hypothek oder Unternehmen mit Krediten oder eben auch der Staat profitieren dann an dieser Stelle. Wir wollen ja insbesondere schauen, eben wie wir nach vorne hin die Inflation wieder loswerden. Jetzt war das die Rolle, ich würde sagen, wir arbeiten uns so ein bisschen durch, schauen erstmal auf die Rolle der EZB und dann der große Teil wird natürlich sein, was kann oder was soll die Politik tun. Schauen wir einmal kurz auf die EZB nochmal. Hätte sie früher gegensteuern müssen? Also hat man ein bisschen zu lange gezögert und welchen Spielraum für eben eine weiter strikte Zinspolitik sehen Sie? Wer mag anfangen? Soll ich anfangen? Ja, das war so eine relativ hitzige Diskussion damals, ob die EZB zu lange gewartet hat mit ihrem Zinsanstieg oder nicht. Letzten Endes hatte sie sich ein Stück weit selber die Hände gebunden, weil sie sehr klar von vornherein kommuniziert hat, dass sie erst die Zinsen anheben wird, wenn sie das Anleihenankaufprogramm runtergefahren hat. Und das kann man nicht von heute auf morgen machen, weil die Märkte ja auch nicht dadurch gestört werden sollten. Sie haben das dann versucht, denke ich, relativ schnell zurückzufahren, wollten aber eben an diesem vorher kommunizierten Weg festhalten und daher hat es dann ein Stückchen gedauert, bis das soweit war und dann haben sie die Zinsen angehoben. Da kann man im Nachhinein sicherlich darüber diskutieren, ob das der beste Weg war oder ob sie es vielleicht etwas schneller hätten machen sollen. Letzten Endes ist die Frage, wie viel das dann wirklich geändert hätte. Dadurch, dass sie jetzt die Zinsen sehr schnell, sehr stark angehoben haben, kann es sein, dass sie das dann auch ganz gut wieder wettgemacht haben. Also das, denke ich, ist schwierig zu identifizieren, ob man da vielleicht etwas früher hätte agieren sollen. Ja, also ich bin ja nicht der Politökonom hier, sondern ich bin der Mensch, der anschaut, was die Verbraucherinnen und Verbraucher damit machen. Und da kann man jetzt mal sagen, dass die ja sehr deutlich schon merken, dass die Inflation bei ihnen ankommt. Die Zahl der Menschen, die einen Baukredit aufgenommen haben, hat sich halbiert seit dem letzten Jahr. Ist auch kein Wunder, wenn der Bauzins von 1% auf 4% steigt, dann ist das ja eine Vervierfachung. Das ist natürlich gravierend für Menschen, die so eine Planung gehabt haben.
Das ist noch nicht so gravierend für die Menschen, die einen Baukredit haben, weil wenn der ausläuft nach 10 Jahren, dann sind das ja jetzt die Jahrgänge 2013, 2014, die auslaufen. Die haben damals auch 3%, 3,5% Zinsen noch bezahlt. Das heißt, die Leute, die jetzt eine Refinanzierung machen, die müssen sich nicht so die ganz großen Sorgen machen. Die haben natürlich einen Vorteil nicht mehr, den einige andere hatten, aber es gibt halt keinen neuen Baukredit. Und das schlägt auch durch in alle anderen Kategorien. Bei den Dispozinsen sehen wir jetzt, dass die auf 12, 13, 14% wieder gehen. Das für Haushalte, die im Dispo sind, halt sehr, sehr teuer. Und bei den Ratenkrediten, so für ein Auto oder das neue Bad oder die neue Küche, haben wir eine Verdoppelung gesehen in den letzten 18 Monaten. Und das ist, Sie haben gerade gesagt, ja, das ist ja wichtig, damit sozusagen, dass da auf die Bremse getreten wird. Wir sehen das jetzt, also in Deutschland jetzt eher mal in der Bauindustrie, noch nicht so sehr bei den Banken. In den USA haben wir das bei den Banken gesehen, dass die da überhaupt nicht drauf eingerichtet waren, dass sowas in der Schnelligkeit passiert. Das muss man mal gucken, wie das weitergeht. Also ich sehe da, und da sind wir dann bei einem Punkt, den ich gerne, Frau Dräger, habe ich sehr interessant gefunden, dass Sie sagen, die Inflationserwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher sind höher als die der Expertinnen und Experten, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, dass es genau daher kommt, also dass die Erfahrung, wenn ich einen Ratenkredit haben will, dann ist der sehr, sehr viel teurer. Wenn ich über die Baufinanzierung ist unglaublich viel geredet und geschrieben worden. Beim Dispo kann ich das sehen, dass es teurer geworden ist. Und diese Sachen spielen halt eine Rolle. Dieser Tage hat der GDV gesagt, dass die Gebäudeversicherung im Schnitt 15% teurer wird. Da kommen dann Leute schon auf den Gedanken, dass das mit der 2% Inflation erstmal in weiter Ferne gerückt ist. Danke. Also meine Einschätzung zur EZB-Politik, die größten Fehler sind aus meiner Sicht im vergangenen Jahrzehnt gemacht worden. Wir hatten bis zur Pandemie eine expansive Geldpolitik. Da sind die Zinsen schon sehr weit gedrückt worden und das sind sehr viele Anleihen angekauft worden. Man mit riesigem Mitteleinsatz der EZB versucht hat, dann die Inflation irgendwie von 1-2% hochzutreiben und im Ergebnis übrigens ohne größere Erfolge. Also das ist schon extrem gewesen. Dann kam die Pandemie. Da musste die Notenbank dann eingreifen und auch expansiv reagieren. Aber sie hat es getan, im Grunde schon nach vielen Jahren, wo sie bereits die Schleusen geöffnet hatte, sodass das schon viel, viel heftiger dann ausgefallen ist, um überhaupt noch was zu bewirken. Aber das war in der Pandemie durchaus eine richtige Reaktion. Und dann, meine ich, hat die EZB im Jahr 2021 später gesehen als andere Notenbanken, dass es inflationäre Tendenzen gibt. Sie hat auch später damit begonnen, Geldpolitik zu korrigieren, als beispielsweise die Fed in den USA. Sie hat, das hat sie auch selbst eingeräumt, aufgrund ihrer Modelle die eine oder andere Entwicklung unterschätzt und zu spät reagiert. Ich will aber auch sagen, sie hat seit Ausbruch des Krieges und der Verschärfung der Situation sehr konsequent reagiert und hat ihre Glaubwürdigkeit auch ein Stück weit dadurch auch wieder hergestellt und ist jetzt, glaube ich, auf dem richtigen Weg unterwegs. Aber die Anpassungsschmerzen, die wir jetzt haben, diese Geschwindigkeit, in der die Zinsen hochgehen müssen, von einem sehr, sehr niedrigen Niveau ausgehend und die damit verbundenen Probleme, übrigens auch die Risiken für die Finanzstabilität, das darf man auch nicht unterschätzen, die haben natürlich damit zu tun, dass vor der Inflation die Geldpolitik und zwar viele, viele Jahre lang sehr, sehr locker gewesen ist. Und das macht jetzt den Weg umso härter, den wir zurücklegen müssen, um wieder zur Preisstabilität zu kommen. Nun hatte ja die EZB auch deshalb die Zinsen gesenkt, damit die europäischen Krisenländer mit einer hohen Staatsverschuldung ihre hohe Verschuldung überhaupt noch schultern und bewältigen und bedienen können. Inwieweit hat sie denn überhaupt die Möglichkeit, die Zinsen noch erheblich stärker anzuheben? Denn dann kommt man ja genau wieder in das Problem, dass diese Länder mittelfristig ihre hohen Schuldenlasten nicht finanzieren können. Also die EZB... Herr Kumray, wem wollten Sie die Antwort? Ja, dann fangen wir jetzt mal mit Herrn Tonka an und dann kommt die Wissenschaft zu Wort, Frau Professor Dräger. Genau. Also die EZB hat ihre Geldpolitik jedenfalls nie damit begründet, dass sie Staaten helfen will. Das darf sie auch gar nicht, sondern immer von einem Inflationsziel, das sie sich selbst gesetzt hat und das eben nie erreicht wurde, übrigens trotz der massiven Anleihenankäufe nicht erreicht wurde mit den 2%.
Das war die Begründung, die die EZB selbst gegeben hat. Man sieht doch aber auch jetzt, und das will ich auch mal hervorheben, dass trotz der massiven Zinsschritte wir bisher keine dramatische Ausweitung der Spreads sehen, also der Unterschiede in den Finanzierungsbedingungen zwischen dem bonitätsstarken Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der Eurozone, die Aufschläge zahlen müssen. Die bleiben relativ konstant. Die Zinskurven bewegen sich für alle Mitgliedstaaten der Eurozone in einem ähnlichen Umfang nach oben. Und wir haben trotz der massiven Zinswende keine Staatsschuldenkrise gekriegt. Aber damit das auch so bleibt, und das ist ein wirklich ernster und wichtiger Punkt, müssen wir jetzt in der Eurozone natürlich auch glaubwürdig aufzeigen, dass wir die fiskalische Konsolidierung, also eine saubere Haushaltsführung, wieder ernst nehmen. Das heißt, der Markt verlangt nicht, dass jetzt sofort alle die Bremse voll reinhauen und alles stoppen, kürzen und zusammenschneiden. Aber der Markt fragt jetzt sehr genau, was ist euer mittelfristiges Konzept? Wo sehen wir eure Verschuldung in 3, 4, 5 Jahren? Wie wollt ihr da hinkommen? Wie glaubwürdig ist das? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt die Schuldenregeln, die ja in Europa gerade neu behandelt werden, hart, verlässlich, glaubwürdig auch auf sinkende Defizite ausrichten und nicht zu, ich sage jetzt mal, gummiartig und unbestimmt lassen. Da ist uns der Vorschlag der Kommission noch nicht gut genug. Da werden wir noch eingehend drüber reden müssen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, um jetzt auch die Staatsschulden, das Vertrauen in den Euro, in die Eurozone insgesamt so zu erhalten, dass wir bei höheren Zinsen glaubwürdige Konzepte vorlegen in allen Mitgliedstaaten, wie die Schuldenquoten jetzt abgesenkt werden sollen. So, Frau Professor Dräger, jetzt die Wissenschaft. Ja, das mit den Spreads wollte ich auch sagen, aber das hat der Tonka ja schon erwähnt. Ja, ich wollte ganz gerne nochmal auf zwei Punkte zurückkommen, die eben angesprochen wurden. Also zum einen die Tatsache, dass Haushalte jetzt mitbekommen, dass Kredite teurer sind beispielsweise und das möglicherweise ein Faktor in der Inflationserwartungsbildung sein könnte. Das kann natürlich sein, aber wir haben schon immer beobachtet, dass Haushalte dazu neigen, die Inflation deutlich zu überschätzen. Also gerade in Deutschland ist das der Fall, auch bereits vor der Pandemie gewesen. Da sprechen wir von 2 bis 3 Prozentpunkten, die Inflation überschätzt wurde, also wirklich massiv. Und das in Zeiten extrem niedriger Inflationsraten von um die 1%. Also das ist etwas, was noch stärker zugrunde liegendere Ursachen zu haben scheint, wo auch es gibt viel Varianz zwischen verschiedenen soziodemografischen Gruppen. Das hat viel mit ökonomischer Bildung beispielsweise auch zu tun. Und das ist ein Faktor, der durchaus sehr wichtig ist. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich heute gesehen habe, dass das Bundesfinanzministerium jetzt eine Initiative für finanzielle Bildung auf den Weg bringt, gemeinsam mit dem Bildungsministerium, weil das wirklich ein Faktor ist, der in finanzielle Entscheidungen mit einfließt, sei es Häuserkauf, sei es größere Anschaffung, und es natürlich schädlich ist für die Qualität dieser Entscheidung, wenn Haushalte Inflation permanent überschätzen. Und tatsächlich ist dieser Gap zwischen der tatsächlichen Inflationsrate und den Erwartungen jetzt deutlich kleiner geworden. Und das macht ja auch Sinn, wo jetzt Inflation so hoch ist, die Leute sie spüren beim Wocheneinkauf, ist es natürlich sehr viel wichtiger, sich zu informieren und die Nachrichten zu verfolgen. Und es gibt ja auch viel mehr Nachrichten zu dem Thema im Moment als zu normalen Zeiten. Und dementsprechend sind die Menschen im Durchschnitt jetzt eher besser informiert. Und das andere, was ich noch ansprechen wollte, ist die Tatsache, dass jetzt eben Menschen spüren, Mensch, der Kredit ist teurer geworden, das ist für mich ein Problem, wie gehe ich damit um? Das ist natürlich so. Und das ist aber auch letzten Endes der Weg, wie diese Art von restriktiver Geldpolitik funktioniert. Das muss man sich schon auch klar machen. Also auf der einen Seite ist die Inflation etwas, was die Kaufkraft verletzt, also was uns ärmer macht. Und auf der anderen Seite ist die Politik, die dazu führen soll, dass sie wiederhergestellt wird, auch schmerzhaft. Und wird in der Regel über den Weg einer Rezession laufen. Das sehen wir im Moment noch nicht, das ist schön.
Aber dennoch soll ja die Nachfrage zurückgehen und da soll genau eben der Kredit nicht aufgenommen werden oder das Unternehmen nicht investieren, in der Hoffnung, dass dann darauf folgend eben Preissteigerungen abnehmen. Das heißt, das ist kein Weg, der angenehm ist. Also da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Darf ich zwei Fragen stellen an der Stelle, also an die Wissenschaftlerin? Einmal, gibt es eine Erklärung dafür, warum die Deutschen die Inflation notorisch überschätzen? Und die zweite Frage, Herr Tonka hat eben gesagt, die Aufgabe des Finanzministers ist jetzt, Angebotspolitik zu betreiben, also jetzt nicht im Sinne von Geld ausreichen, sondern dafür zu sorgen, dass das Angebot zunimmt. Eine restriktive Geldpolitik, wie führt die dazu, dass Unternehmen investieren, damit, ich mache jetzt mal, kann das Fass ja mal aufmachen, Wärmepumpen bauen oder einbauen, damit das gemacht wird? Wie soll das funktionieren? Das ist eigentlich eine Frage an Frau Dräger, weil Sie haben gerade gesagt, das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Und Herr Tonka kann ja dann vielleicht erklären, wie das dann am Ende aus der Sicht des Finanzministeriums funktioniert, weil ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ja, gerne. Also, machen wir jetzt hier auch gleich Finanzbildung. Da machen wir jetzt hier Makro 101. Ja, Makrobildung. Ja, super. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich auch alle oder Zuschauerinnen. Ja, okay. Zu den Erwartungen kann ich ja nachher noch was erzählen. Genau, also man unterscheidet zwischen Angebots- und nachfragegetriebene Inflation. Grob gesagt, eine angebotsgetriebene Inflation entsteht dadurch, dass die Unternehmen die Preise anheben, weil sie nicht so produzieren können, wie eigentlich gewollt würde. Also wenn jetzt die Chips für die Autoproduktion fehlen, aber die Leute wollen Autos kaufen, dann hat das Autounternehmen im Grunde eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, wir haben nicht so viele Autos, wie ihr haben wollt, wir machen die jetzt teurer. Und freuen uns über die Gewinne, ja, genau. Ja, genau. Das ist dann vielleicht, ja, gleichzeitig würden sie vielleicht auch gerne mehr Autos verkaufen, als sie können. Also das, ja. Aber kann ein Effekt sein. So, und das Gleiche bei der Energie, wenn die Energie nicht mehr da ist, wie sie vorher war und dadurch oder sehr teuer geworden ist, dann ist das auch eine angebotsgetriebene Inflation. Das heißt, dann hilft es dafür zu sorgen, dass andere Energiequellen erschlossen werden oder Wärmepumpen gebaut werden, etc. etc. So, das ist also etwas, da kann Geldpolitik gar nicht wirklich was machen. Weil das, was sie steuert, den Zins, das würde dann in die falsche Richtung gehen, sondern das ist eher eine Art von Inflation, wo Fiskalpolitik dann zum Beispiel über Investitionsanreize oder Ähnliches wirkungsvoll werden kann. Das andere ist eine nachfragegetriebene Inflation. Die kommt daher, dass zu viel Nachfrage nach Konsum oder Investitionsgütern da ist, und deswegen die Unternehmen die Preise anheben, weil eben so viel gekauft werden möchte oder weil die Nachfrage ist stark und oder es besteht eine Situation, wo die Löhne steigen und dann steigen dann auch die Kosten, solche Faktoren. Und das ist etwas, wo man gegensteuern kann mit Zinserhöhung, weil darüber ja die Nachfrage dann wieder gesenkt wird. Aber und das kann man doch dementsprechend nicht bei diese Faktoren dann wegfallen. Und jetzt ist die Frage, wo kommt's her? Und es ist eben eine Mischung aus beidem. Und ich hatte jetzt vorhin gesagt, dass gerade im letzten Jahr die in der Eurozone zumindest, in den USA ist die Situation etwas anders, aber in der Eurozone im letzten Jahr waren die Angebotsfaktoren das Entscheidende, also vor allen Dingen Energiepreise, aber eben auch Lebensmittelpreise aufgrund von Klimaveränderungen oder eben aufgrund des Ukraine-Kriegs, das ist auch ein Angebotsschock, also das ist auch etwas, wo halt einfach die Produktion nicht so laufen kann, wie sie eigentlich gerne laufen würde. Und jetzt wandelt sich das Bild aber langsam, dadurch, dass sich die Inflation fortgepflanzt hat durch alle Sektoren in der Wirtschaft und die Angebotsschocks aber abnehmen, also Energie wieder günstiger wird und Lieferketten besser funktionieren beispielsweise, während andere Faktoren jetzt zum Beispiel diese Lohn- und Profitsteigerung, die ich vorhin erwähnt hatte, die wirken jetzt von der Nachfrageseite. Und da können die Zinssteigerungen dann wirksam werden. Aber das dauert eben auch eine ganze Zeit. Deswegen sind wir jetzt im Moment in dieser Phase, wo es
anfängt zu wirken, aber noch nicht die volle Wirkung entfaltet hat und wahrscheinlich auch noch mehr Impuls dann über diese Zinssteigerung kommen wird. Darf ich zwei Rückfragen stellen? Die erste ist, wir haben gesehen, bei 21% bei den Lebensmitteln. Ist denn eine Zinserhöhung etwas, was die Inflation von 21% bei Lebensmitteln in irgendeiner Form bekämpft? Und der zweite große Faktor war gerade in Deutschland nochmal 9% Energie. Und in dem Faktor waren die Mieten schon drin, also in diesem Balken, ja, hören die Mieten dazu, haben Sie eben gesagt. Ist das in dem Bereich so, dass eine Zinserhöhung der EZB die Inflation an der Stelle bekämpft? Oder habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das auf andere Dinge zielt und die beiden Hauptfaktoren, die da jetzt noch sind, jedenfalls damit gar nicht adressiert werden? Also zum Beispiel bei den Lebensmittelpreisen, das ist nach wie vor auch wieder eine Mischung aus diesen beiden Faktoren. Und das ist, denke ich, sehr schwer genau zu identifizieren, was es jetzt exakt und vor allen Dingen in welchem Ausmaß es ist. Und auch da ist jetzt auch beispielsweise die Politik gefragt, die Wettbewerbspolitik genau hinzuschauen, wo ist denn möglicherweise tatsächlich ein Fall, wo der Wettbewerb in dem Maße gestört ist, dass es da zu übermäßigen Preissteigerungen von Seiten der Retailer oder auch der Produzenten kommt. Das ist etwas, was sicherlich analysiert werden muss. Und was dann auch wieder so eine Art von Angebotsschock wäre oder wenn jetzt beispielsweise nach wie vor Düngemittel überteuert sind oder ähnliches. Also diese Faktoren sind jetzt nicht komplett weg, die wirken schon noch, aber es fängt an, eben sich zu mischen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Verbraucher und Verbraucherinnen bemerken, das ist der Fall und sie sehen jetzt vielleicht bei der einen Supermarktkette diese Entwicklung, aber bei der anderen weniger, dann werden sie ja schon auch ihre Macht als VerbraucherInnen nutzen und dann gegebenenfalls eben woanders einkaufen. Und das wiederum wird dann auch ein Faktor sein, den die Unternehmen zu spüren bekommen. Gleichzeitig fängt auch die Politik an, in diese Richtung zu kommunizieren. Also die EZB hat jetzt an mehreren Stellen sehr deutlich kommuniziert, dass Unternehmen da hingucken sollen bei sich selbst und damit rechnen müssen, dass sie eben weitere Zinssteigerungen dann auch erleben und damit dann ja auch selber betroffen sind, wenn eben die Preise übermäßig erhöht werden. Also das ist eine ziemlich komplizierte Gemengelage, würde ich sagen. Dann lassen Sie uns jetzt mal den Blick auf die Politik wenden, zumal wir da auch ganz viele Fragen von den Zuschauern haben und das Thema, fange jetzt hier mal mit den Zuschauerfragen an. Da geht es nämlich auch um die Frage, wieso die Erwartungen der Bürger oder der Verbraucher und Verbraucherinnen und Verbraucher so hoch sind. Welche Rolle dabei der Staat spielt, zum Beispiel, wird hier gefragt, und das Stichwort spielt ja eben schon mit solchen Diskussionen wie dem Gebäudeenergiegesetz und der Wärmepumpe. Also verstärkt sowas noch die Sorge, Herr Dr. Tonka? Und was sollte die Politik tun, um diese überschießenden Erwartungen im Zaum zu halten? Psychologisch mag das schon eine Rolle spielen, zumindest die Ungewissheit, was erwartet mich, dass eine Inflationserwartung unbewusst höher ausfällt, als vielleicht die Fakten es hergeben. Aber es ist auch ein Element der Ungewissheit dabei. Insofern kann man gar nicht unbedingt sagen, dass gerade dieser Punkt dass deshalb die Inflationserwartung irrational hoch ist. Das ist eben unsicher. Was bedeutet, die Politik muss, glaube ich, sehr klar wahrnehmen, dass sie jetzt in der Phase, in der wir gerade sind, sich gut überlegen muss, an welchen Stellen Regulierung jetzt auch noch die Preise nach oben treibt. Wir haben insgesamt im Gebäudebereich und der Immobiliensektor liegt wirklich am Boden in Deutschland, haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Bauvorschriften, auch bisher schon, die preistreibend wirken und die es immer schwerer machen, so irgendwie bezahlen und unterhalten zu können. Also das ist das, und da muss jetzt auch rangegangen werden, eher im Sinne einer Absenkung von Baustandards und Kostentreibern. Und ganz generell haben wir natürlich auch schon einige Maßnahmen ergriffen, die genau in diese Richtung gehen sollen. Schlecht ist immer direkt in die Preise einzugreifen, das muss ich auch sagen. Also das ist immer ganz, ganz schwierig, weil das am Ende die Anpassungsprozesse verzögert. Deswegen sehe ich auch den Industriestrompreis, der diskutiert wird. Also einen garantierten 6 Cent Preis oder eine garantierte Differenz
für Industrieunternehmen zwischen dem Marktpreis und dem, den sie bezahlen müssen, sehe ich sehr, sehr kritisch. Das ist ein Eingriff in Preise und führt immer zu Verzerrungen, zu hohen Kosten und zu verzögerter Anpassung. Aber was die Politik natürlich schon machen kann, ist da, wo sie selber Preise beeinflusst und Preise treibt, dass sie da rangeht. Zum Beispiel haben wir den CO2-Preis, den es nur in Deutschland gibt für den Bereich Heizen und Verkehr, bisher nur in Deutschland, künftig in ganz Europa. Dessen Erhöhung haben wir jetzt einmal ausgesetzt, um das zusätzliche Signal zu vermeiden, jetzt dieses Jahr. Aber natürlich wird er in den nächsten Jahren dann auch wieder weiter ansteigen. Aber sowas kann die Politik machen, wenn sie vermeiden will, dass Inflation zusätzlich durch staatliche Maßnahmen angeheizt wird. Oder was, glaube ich, sehr gut funktioniert, ist die steuerfreie Inflationsprämie. Das ist ja die Möglichkeit, bis zu 3.000 Euro als Einmalzahlung zu bekommen vom Arbeitgeber, steuerfrei. Der Gedanke dahinter ist, dass wenn wir es schaffen, dass die Arbeitgeber jetzt momentan mit solchen Einmalzahlungen arbeiten, dann kommt steuerfrei die Entlastungswirkung bei den Menschen an. Die brauchen ja auch mehr Geld, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber wir haben dann keine Grundlohnerhöhung, die sozusagen die Basis bildet dann für die prozentualen Tariferhöhungen in den Folgejahren. Das bedeutet, es ist eine Möglichkeit, die Menschen zu kompensieren und gleichzeitig aber eine Lohnpreisspirale zu vermeiden oder weniger wahrscheinlich zu machen. Das ist ein Instrument, was die Tarifparteien sehr, sehr gut annehmen. Der Bonus, den es gibt dafür, dass das gemacht wird, ist eben die Steuerfreiheit, also letzten Endes, dass der Fiskus auch einen eigenen Anreiz dafür setzt. Aber das soll helfen, dass wir keine Lohnpreisspirale bekommen und die Inflation damit eben auch nicht die Dynamik gewinnt, die sie sonst vielleicht kriegen könnte. Aber nun sendet die Politik oder ja insbesondere auch die Bundesregierung ja durchaus unterschiedliche Signale. Sie haben einerseits vorhin die Stabilität, also die solide Haushaltspolitik für ganz Europa betont. Andererseits ist ja die Bundesregierung eben nun gerade dabei, an vielen Stellen mit Zusatzprogrammen, mit staatlichen Hilfen, mit Staatsausgaben genau das Gegenteil gerade zu machen. Ob das die Bundeswehr ist mit 100 Milliarden oder 200 Milliarden für die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse und so weiter. Wie wird denn da der Kurs nun künftig sein? Also ich glaube, Bundeswehr hat jetzt keine direkte konjunkturpolitische Bedeutung. Das sind überwiegend Investitionen, die dadurch finanziert werden, in dem Fall in militärisches Gerät. Also die 100 Milliarden extra für die Bundeswehr gehen nicht in Personalkosten oder so, sondern die gehen wirklich gezielt in die großen Investitionsvorhaben, die Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr. Und das ist ökonomisch, glaube ich, sehr, sehr gut vertretbar. Aber es ist vor allem auch sicherheitspolitisch ein Imperativ, dass Deutschland in der Lage, in der wir sind, mit dem Krieg Russlands, mit einer auch unberechenbaren Führung in Moskau, die sehr aggressiv anti-westliche Rhetorik betreibt, dass wir dort unseren Beitrag zum Funktionieren der NATO leisten und die militärischen Fähigkeiten beschaffen, die Bundeswehr nun einfach braucht. Das steht fast vor der Klammer, würde ich sagen. Das ist Sicherheitspolitik im ganz harten und eigentlichen Sinne und ist richtig. Bei den Strom- und Gaspreisbremsen ist es so, dass wir bis zu 200 Milliarden Euro für die Preisbremsen, aber auch für andere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Stabilisierung von Uniper, einem großen Gasunternehmen, Gashändler, bereitgestellt haben. Es ist aber absehbar, übrigens befristet bis Ende dieses Jahres zunächst, bis allerspätestens April 24, also über den nächsten Winter, wenn die EU-Kommission das erlaubt, sonst auch nur bis Ende dieses Jahres. Also sehr klar befristet, sehr klar jetzt in Bezug auf die akute Krisensituation, keine Dauersubventionierung von ineffizienten Strukturen und Prozessen. Und die zwischenzeitliche Entspannung, vor allem am Gasmarkt, auch am Strommarkt, führt dazu, dass wir sehr, sehr zuversichtlich sind, dass wir die 200 Milliarden Euro nicht ausgeben müssen. Wir hätten sie, falls der Preis sich nochmal dramatisch nach oben entwickelt, verfügbar und könnten sie einsetzen. Aber nach allem, was man heute sagen kann, wird das nicht benötigt. Und das heißt zum Glück dann auch, dass die Verschuldung niedriger ausfallen wird und dass wir schneller dann auch in eine, wie ich schon sagte, vorsichtige Fiskalpolitik übergehen, die eben nicht mehr expansiv wirkt. Ich stelle jetzt mal einfach die Frage, ich bin ja der Journalist, das merke ich dann immer bei solchen Veranstaltungen.
Ich fand das sehr interessant, was Sie gesagt haben über das Bauen und über das zu teure Bauen. Ich komme nun persönlich von der niederländischen Grenze und die Niederländer haben immer ein Drittel preiswerter bauen können, als wir das in Deutschland können. Und wir haben nach wie vor aber in Deutschland 16 Länderbauordnungen. Und sozusagen, wenn man vom Berliner Brandenburg kommt, muss man womöglich irgendwie dem Klempner sagen, du musst das andersrum anschrauben. Das wäre ein Ziel für diese Bundesregierung, was super wäre, wenn man da hinkommen könnte. Und es erinnert aber ein bisschen an das, was Frau Dräger eben gesagt hat mit der Finanzbildung. Da haben wir nämlich auch 16 Bundesländer, die das seit 20 Jahren nicht gebacken kriegen. Und jetzt ein FDP-Finanzminister und eine FDP-Bildungsministerin, die versuchen müssen, Länder, Kulturminister, die das seit langem nicht gebacken kriegen, und Ministerinnen übrigens auch, da in die Spur zu bringen. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn, dass Sie bei dieser Bauregulierung, dass Sie da tatsächlich was hinbekommen, was das Bauen deutlich preiswerter machen würde? Weil da geht es ja also wirklich ums preiswerter Bauen erstmal und hinten raus die Energiefragen, die sind ja nochmal eine andere, weil wenn sozusagen es keine Gaspreisbremse mehr gibt und die Gaspreise dann wieder bei 20 Cent sind, dann werden sich die Menschen, die eine Gasheizung haben, sich ja nochmal wundern. Klammern, ich habe eine. Ja, also die Baukosten werden aus verschiedenen Ecken getrieben. Das sind zum Teil einfach die bauordnungsrechtlichen Vorschriften, aber zum Teil auch energetische Vorschriften, deren Klimawirkung auch nicht immer so evident ist. Aber das ist ganz sicher ein starker Kostentreiber. Vieles davon ist in Landesbauordnung geregelt. Ich befürworte eine sozusagen Standard-Landesbauordnung, das gibt es auch bei Polizeigesetzen zum Beispiel oder beim Verwaltungsverfahrensgesetz, dass die Bundesländer, obwohl sie selber ein Gesetz machen dürfen, sich auf einen Standard einigen und die Gesetzesworte dann praktisch gleich laufen. Sowas brauchen wir im Baurecht auch. Und natürlich müssen wir auch bei den Standards abspecken. Ich bin auch für überdachte Fahrradstellplätze, finde das schön zumindest, aber als gesetzliche Pflicht beim Immobilienbau ab einer gewissen, bei Mehrfamilienhäusern zum Beispiel, ist es einfach ein Preistreiber und vielleicht können wir das auch einfach ein paar Jahre mal nicht machen. Und dann, wenn's wieder alles ganz billig sein sollte, kann man es auch wieder machen. Und aber dann ist es auch nicht verboten, sowas zu machen. Das darf man ja. Aber das sind oft so Vorschriften, die halt gut gemeint sind, wo man auch sagt, natürlich ist das schön, aber sie sind eben auch teuer. Und sie führen dazu, dass das Bauen auch immer teurer wird, am Ende auch die Mieten natürlich mit hochgehen. Und da sind so Dinge, die wir, glaube ich, besser machen müssen. Was wir jetzt zum Beispiel, ich finde, ganz gut und sinnvoll geregelt haben, ist, dass die private Photovoltaikanlage, die man sich aufs Dach machen will, dass die von der Umsatzsteuer befreit ist, also die Komponenten, und von der Ertragssteuer befreit ist, bei einer üblichen Größe jedenfalls, sodass wir es zum Beispiel jetzt einfach günstiger machen, wenn jemand will, das ist ja energiepolitisch erwünscht, eigene Solarproduktion auf dem eigenen Dach, dann hält der Finanzminister nicht die Hand dabei auf. Das sind Dinge, wo man zum Beispiel, finde ich, energiepolitische Ziele und aber eben auch das Thema günstig bauen, erschwinglich bauen, miteinander durchaus auch in Einklang bringen kann, wenn man das möchte. Okay. Frau Professor Dräger, hier kommt die nächste Frage. Sie richtet sich zwar vor allem an Herrn Tonka, aber ich frage Sie absichtlich vorher, was die Wissenschaftlerin dazu sagt. Hier heißt es, mit jeder Subvention wird der Preis beeinflusst bei E-Autos, bei Wärmepumpen, PV-Anlagen. Der Preis steigt genau um die Höhe der Subvention. Ist das etwas, was man so beobachten kann, eventuell auch berechnen kann, dass also diese staatliche Hilfe von den Anbietern sozusagen dann in der Preiskalkulation gleich mit einberechnet wird? Also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass man das so pauschal sagen kann. Das müsste man sich dann jeweils anschauen. Das hängt sehr davon ab, wie auch das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage ist. Also wenn das jetzt ein Gut ist, was extrem stark nachgefragt wird, dann könnte das vielleicht eher der Fall sein. Also eben auf das Verhältnis zwischen Nachfrage macht und Verkäufer macht sozusagen, also die Profitaufschläge, die Unternehmen realisieren können, die hängen eben von ihrem Wettbewerbsstatus ab und von der Nachfrage, mit der sie sich konfrontiert sehen. Und ich denke, da muss man dann je nach Markt und nach Produkt auch unterscheiden.
Herr Tonka, insbesondere vielleicht, ich spitze es noch ein bisschen zu, weil das der nächste Fragesteller so schön formuliert hat. Der fürsorgliche Staat als Preistreiber. Also übertreiben wir es mit der Fürsorge da ein bisschen? Also die Gefahr ist jedenfalls da. Wenn der Staat in einer Situation, wo wir Knappheiten haben und wo Knappheiten auch der Grund sind für steigende Preise in bestimmten Bereichen, gut subventioniert, dann ist immer die Gefahr da, dass natürlich ein Teil der Subvention auch mit in den Preis reingeht. Denn dann haben wir ja eine eigentlich weiterhin höhere Nachfrage als das Angebot. Da gibt es kein Gleichgewicht. Und dann bildet sich eben dann doch ein Preis, wo dann einige trotz staatlicher Subvention sagen, jetzt gehe ich nicht mehr mit, das bezahle ich nicht mehr. Wir versuchen das so gut es geht zu vermeiden. Beispielsweise bei den Kaufprämien für Elektroautos haben wir seit einigen Jahren die Beobachtung, diese Autos sind sehr gefragt. Die werden gekauft. Da ist es schon so, dass im Grunde diese Prämien heute eher Mitnahmeeffekte auslösen. Natürlich nimmt man es, wenn es gefördert wird, irgendwie mit, aber man hätte es auch so gekauft. Bei sowas, wenn dann das Angebot eigentlich auch so abgenommen wird, besteht eigentlich kein Grund, jetzt besonders zu fördern. Dann könnte man allenfalls natürlich sagen, sozialpolitisch will man einfach, das könnte man noch machen. Da hilft man aber, glaube ich, eher durch direkte Transfers dann als durch so spezielle Förderprogramme. Kurzum, bei diesen Programmen haben wir jetzt auch einen Abbau, also einen schrittweisen Ausstieg jetzt auch beschlossen, um eben zu vermeiden, dass wir letztlich nur Margen der Verkäufer oder der Hersteller mitfinanzieren und dabei sonst nichts erreichen. Dafür gibt es dann jetzt den Entfall der Mehrwertsteuer bei den PV-Anlagen zum Beispiel, was ja auch ein sehr knappes Gut ist. Ist das nicht genau dasselbe nochmal? Naja, das hat unterschiedliche Gründe. Erstmal ist es natürlich schon auch eine wenn man jetzt abwägen will, wie erschwinglich wird es zu bauen, wie erschwinglich wird das Eigentum anzuschaffen, ist es schon auch ein Punkt. Ansonsten ist die Steuerfreiheit auch ein Beitrag zum Bürokratieabbau. Vielleicht weniger bei der Umsatzsteuer, sondern eher bei dem, was wir bei der Einkommensteuer gemacht haben, wenn da ganz viele private Haushalte plötzlich veranlagt werden und Steuererklärung abgeben und so. Ja. Das ist eine Mischung aus beidem. Aber in der Tat, Sie haben natürlich recht, man muss immer aufpassen, welche ungewollten Nebenwirkungen sowas nachher haben kann. Jetzt gibt es noch mal ein paar Fragen zum Thema der Lohnpreisspirale, also des Zusammenwirkens von Lohnpolitik und Preisentwicklung. Frau Professor Dräger, Sie hatten ja vorhin schon darauf hingewiesen, bisher ist davon noch nicht viel zu sehen. Der Reallohnindex geht eher nach unten. Hier kommt folgende Frage. Inflationsausgleich, die vorhin erwähnten 3.000 Euro. Die Arbeitnehmer sollen also, so fragt der Zuschauer hier, sollen also per Taschenspielertrick hinters Licht geführt werden, um sich letztlich in der Zukunft vor sich selbst zu schützen und dann nämlich doch auf Dauer den Kaufkraftverlust hinzunehmen, weil eben diese Einmalzahlung eben nur einmal ist. Und danach bleibt man dann natürlich trotzdem auf den höheren Preisen sitzen. Wie beurteilen Sie das? Ja, ich weiß jetzt nicht so ganz, was die Frage dabei ist, aber... Ich formuliere es nochmal ein bisschen anders. Wenn man eine Lohnerhöhung, eine tarifliche Lohnerhöhung als Inflationsausgleich hätte, habe ich ja langfristig dieses zusätzliche Geld, lassen wir mal Progression mal weg, habe ich dieses zusätzliche Geld langfristig zur Verfügung, denn die Preise werden ja nicht sinken. Und jetzt sagt hier der Zuschauer, mit der Einmalzahlung, mit dem Inflationsausgleich, den 3.000 Euro, da werde ich jetzt gut gestellt. Das ist ja prima, aber das ist ja sozusagen für dieses Jahr. Nächstes Jahr sind die 3.000 Euro nicht mehr da, aber die hohen Preise habe ich ja trotzdem noch. Und das bezeichnet er hier als Taschenspielertrick. Okay, verstehe. Im Grunde hat Herr Tonka das ja vorhin auch schon gesagt. Das ist tatsächlich der Fall, dass das jetzt eben nicht dauerhaft in die Löhne einfließt, sondern eben einmalig. Also es ist auch nicht gedacht, dauerhaft einen Ausgleich zu schaffen, sondern es ist gedacht dafür, dass jetzt einfach in diesem Moment ein gewisser Ausgleich geschaffen wird.
Und das ist erstmal unabhängig davon, was jetzt mit den Lohnsteigerungen in der Zukunft passiert. Also das schließt sich ja jetzt nicht grundsätzlich aus, dass nicht trotzdem Lohnsteigerungen passieren werden. Und wir sehen ja auch, dass welche passieren. Die Idee dahinter oder die Sorge vor so einer Lohnpreisspirale, wenn sie sich denn realisiert, ist die, dass über Lohnsteigerungen, die dazu gedacht sind, eben diesen Verlust an Kaufkraft wieder auszugleichen, gleichzeitig die Unternehmen ja Preissteigerungen, also Kostensteigerungen erfahren, die sie dann über erneute Preissteigerungen versuchen wieder hereinzuholen. Und dann ergibt sich so eine Spirale, die im Grunde unendlich lang weitergehen könnte. Und das ist die Sorge. Also das ist dieser Prozess, das hat man in gewisser Weise in den 70er Jahren beobachtet, den man vermeiden möchte, dass einfach Erwartungen gebildet werden, dass es die Preise immer weiter steigen werden und die ArbeitnehmerInnen versuchen dann mit ihren Lohnsteigerungen da hinterherzukommen und gleichzeitig reagieren aber die Unternehmen mit weiteren Preissteigerungen darauf. Und dann ist natürlich am Ende niemandem geholfen. Das ist also jetzt der Spagat sozusagen, der versucht wird zu realisieren, dass natürlich auf der einen Seite die Kaufkraftverluste ausgeglichen werden sollen und niemand möchte, dass jetzt die Reallöhne dauerhaft im negativen Bereich verbleiben, die sollen wieder in den positiven Bereich gehen. Gleichzeitig muss aber auch die Inflation wieder runtergehen und ein Faktor, der dabei helfen kann, ist, wenn die Unternehmen jetzt eben nicht das Gefühl haben, oh Hilfe, jetzt kommen aber so massive Lohnsteigerungen auf uns zu, die wir ja auch irgendwie finanzieren müssen. Wie kriegen wir das denn jetzt hin, ohne noch weiter die Preise zu steigern? Also deswegen gibt es ja auch so etwas wie die konzertierte Aktion, wo man sich dann eben mit allen Seiten zusammensetzt und dann versucht, da gemeinsam Wege zu finden, mit denen beide Seiten gut leben können. Und wahrscheinlich, denke ich, wird es so sein, dass denn, wenn die Inflation erstmal wieder sich wirklich nachhaltig in niedrigere Gefilde bewegt hat, dass dann auch ein gewisser Aufholeffekt bei den Löhnen dann einsetzt und diese Reallohnverluste ein Stück weit wieder dann ausgeglichen werden. Aber gleichzeitig muss man eben wirklich auch sagen, und das habe ich ja vorhin versucht auch rüberzubringen, dass eben in der aktuellen Situation eben ein Wohlstandsverlust stattfindet. Und der Pfad wird wahrscheinlich dann wieder besser werden, aber dieser Wohlstandsverlust, der ist trotzdem jetzt erstmal da. Und ob der komplett dann am Ende wieder ausgeglichen werden wird, das weiß ich auch nicht. Also unterm Strich ein sinnvolles Instrument, um eben eine drohende Lohnpreisspirale zu unterbrechen oder nicht entstehen zu lassen. So habe ich das jetzt verstanden. Herr Tenner. Ja. Also erstmal kein Taschenspielertrick, weil das ist ja sehr offen gehandhabt worden, sehr offen gesagt worden. Und die Arbeitgeberseite hat in vielen Tarifverhandlungen ja auch gesagt, das ist Teil des Pakets. Und man muss das nicht mit solchen Begriffen belegen. Man kann das ja doof finden, also sagen, das ist sozusagen, weil tatsächlich natürlich eine Frage ist, wie schnell gehen denn diese Reallohnverluste, die Frau Professor Dräger eben beschrieben hat, das sind ja fast 10%, was sie da in dem Chart auch beschrieben hat, wie schnell bekommen denn die Leute dieses Geld wieder oder wann bekommen sie diese Kaufkraft wieder? Aber 5% waren es, nicht 10. Ja, aber wenn Sie die unterschiedlichen, oder ist das nicht aggregiert gewesen? Sie hatten die einzelnen Jahre darunter, da waren schon 3% 2020 und dann hatten Sie 2021, waren Sie wieder Reallohn gleich und dann kam 2022 ein bisschen weniger und dann 2023 waren Sie dann bei -5. Ist das nicht, die sind nicht zu aggregieren, war das eine Gesamtbetrachtung? Das jeweils zu dem Zeitpunkt im Vergleich zum Vorjahr. Ja, aber wenn Sie die dann aufaddieren, die 3% aus 2020 und die anderen, dann sind Sie jetzt bei 10. Gut, aber da muss man eben die Positiven dazwischen auch noch verdienen. Ja, da war ja nicht viel. Also nur so, wenn man da drauf guckt. Aber es ist kein Taschenspielertrick, wollte ich einfach nur sagen. Das muss man auch nicht so desavouieren, sondern man muss das als einen Teil einer Auseinandersetzung darüber begreifen, wer
Wer bezahlt denn für den Wohlstandsverlust, den diese Gesellschaft erleidet, wenn 200 Milliarden bei Aramco landen und bei Exxon? Und wenn wir uns die Auseinandersetzung mit Russland so haben, wie wir sie jetzt haben, die ja Geld kostet. So, jetzt kommt wieder eine Frage an Herrn Dr. Tonka. Was sind denn eigentlich die marktwirtschaftlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Inflation? Lautet hier die Frage. Im Moment werden doch fast nur dirigistische Maßnahmen angesprochen. Jetzt ist der Liberale gefordert. Von mir nicht. Ich glaube erstmal den Primat der Geldpolitik, der unabhängigen Notenbanken, die sich auf dieses Mandat konzentrieren. Das ist eine sehr liberale Grundhaltung, dass man der Notenbank keine anderen Aufgaben gibt, sondern sagt, das muss sie jetzt machen. Und das ist auch die klare Erwartung. Zweitens das Staatsverständnis, dass der Staat jetzt nicht anfängt, selber noch Geld in Verkehr zu bringen, Konjunkturpolitik zu betreiben, um im Glauben, dass man dadurch Wachstum erzeugen kann, auch eine sehr liberale Auffassung. Und dass man dann Angebotsbremsen lösen muss, ist, finde ich, auch sehr klassisch liberal. Natürlich hat der Staat keine völlig passive Rolle zu spielen. Er muss ja auch zur Kenntnis nehmen, dass es eine Überforderung auch für Bevölkerungsgruppen gibt, die man nur durch Transfers, also wenn man so will, auch durch Umverteilung oder durch Unterstützung machen kann. Also, und da kommt es natürlich darauf an, dass man das möglichst treffsicher und möglichst gezielt macht. Aber der Staat hat insofern keine passive Rolle. Aber er sollte sich sehr genau überlegen, wo er Geld in Verkehr bringt, wo er selber jetzt Geld in die Wirtschaft pumpt, in einer Phase, wo wir eigentlich ein Inflationsproblem haben. Und so. Das sind meine Lösungen. Das sind meine Ansätze. Heißt auch, dass man natürlich Wettbewerb zulassen muss. Das hatte Frau Professor Dräger kurz angesprochen. Wettbewerb ist das beste Instrument, um Preise im Rahmen zu halten, um den Missbrauch auch einer Marktstellung zu vermeiden, auch den Missbrauch, die missbräuchliche Ausnutzung einer solchen Situation zu vermeiden. Das Beste, was man machen kann, ist Wettbewerb und nicht, dass der Staat selber anfängt, Preise zu setzen oder irgendwelche Mengen vorzugeben oder zu verteilen. Und dann ist es trotzdem natürlich so, dass wir durch eine harte Zeit gehen wirtschaftlich. Ob wir jetzt eine Rezession haben, wir werden wahrscheinlich knapp dran, technisch gesehen, rein definitorisch knapp dran vorbeischrammen. Aber wir kommen aus einer durch Corona schon geschwächten Wirtschaft, wo wir eine Rezession richtig hatten. Und jetzt fällt die Erholung gerade aus, die eigentlich fest eingeplant war. Also das ist schon hart und das muss man auch ganz klar sagen, das wird uns noch eine Zeit beschäftigen, aber die Inflation zu tolerieren, wäre für uns alle, für unsere Gesellschaft trotzdem die kostspieligere und schädlichere Alternative und deswegen müssen wir was dagegen tun. Wäre es sinnvoll, wenn der Staat die Bürger durch weitere Steuersenkungen entlastet? Beispielsweise könnte man ja auch daran denken, jetzt komme ich nochmal mit dem Beispiel der PV-Anlagen. Man könnte ja auch überlegen, ob man bestimmte Verbrauchsteuern zumindest zeitweise reduziert, hat es ja schon mal gegeben, in der Krisenphase mit der abgesenkten Mehrwertsteuer. Wäre das etwas, was hilft oder lohnt sich sowas eher nicht? Das ist eher die Gießkanne. Ich glaube, dass man die besonders belasteten Bevölkerungsgruppen besser gezielt entlasten sollte, als die Mehrwertsteuer zu senken. Der Staat kann steuerlich mit den richtigen Mehrheiten etwas tun. Wir bereiten im Finanzministerium ja auch ein Steuergesetz vor, was aber ganz gezielt erarbeitet, nämlich Investitionsanreize, also sogenannte Superabschreibungen für Investitionen in Digitalisierung oder in die Dekarbonisierung von Produktionsprozessen, befristet sehr attraktive Abschreibungsmöglichkeiten, dass die Unternehmen sich entscheiden, schneller zu investieren, Investitionen möglichst vorzuziehen. Das ist ein Element. Auch das Thema steuerliche Forschungsförderung oder Unterstützung. Dinge, die im Grunde jetzt das Investitionsklima verbessern, gezielt. Da kann man mit überschaubarem Verzicht auf Steuereinnahmen eine wirklich gute Wirkung auch für das Angebot, für die Konjunktur erzielen und darauf wird es jetzt ankommen. Also Steuerpolitik, finde ich, hat ihre Rolle zu spielen, auch bei der Inflationsbekämpfung und bei der wirtschaftlichen Belebung, aber nicht mit der Gießkanne, sondern gezielt da, wo Investitionen stimuliert werden können.
Dann kommt jetzt eine ganz gezielte Frage, nämlich hier schreibt eine Rentnerin, als steuerzahlende Rentnerin wäre zum Inflationsausgleich für mich als Rentnerin ein einmaliger Steuerfreibetrag von 3.000 Euro sehr hilfreich. Warum ist sowas nicht in der Diskussion? Also warum die Arbeitnehmer, die Rentnerin nicht? Also es ist sehr schwer, in solchen Situationen absolute Gerechtigkeit herzustellen. Wir hatten bei der Energiepreispauschale die gleiche Diskussion. Da hat die Regierung auch ihren Kurs korrigiert und hat das auch als Einmalzahlung auch an die Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt. Bei der steuerfreien Pauschale im Bereich sozusagen der Vergütung von Arbeitnehmern steht vor allem der Gedanke im Vordergrund, eine Lohnpreisspirale zu vermeiden, also weitere Preiserhöhungen, die die gesamte Gesellschaft bezahlen muss, auch die Rentnerin bezahlen muss. Das soll vermieden werden, damit die Inflation an Dynamik nachlässt und dann auch wieder absenkt. Und im Übrigen ist es ja so, dass statistisch eben die Renten auch steigen, entsprechend der Lohn- und Arbeitseinkommen. Das heißt, dass sowas natürlich in die Statistik auch mit einfließt. Die Rentenerhöhung jetzt ist auch ja auch groß gewesen. Ich meine, es ist auch richtig, es folgt der Lohnentwicklung, das ist vollkommen berechtigt, aber sie ist ja auch im Vergleich zu früheren Jahren sehr, sehr groß ausgefallen. Und ansonsten, glaube ich, schützen wir alle Menschen, die Rentnerinnen und Rentner, genauso wie die anderen Teile unserer Bevölkerung, vor allem am besten dadurch, dass wir jetzt eine Lohnpreisspirale oder andere neue Faktoren, die Inflation nach oben treiben oder oben halten, möglichst vermeiden. Und dazu ist diese Einmalzahlung eben ein Instrument. Was sagt der Verbraucherjournalist dazu? Ja, ich finde das plausibel. Es gibt ein Instrument, was die Regierung noch viel zu wenig nutzt, nämlich dem Markt wirklich eine Chance zu geben, indem man die Informationen tatsächlich besser bereitstellt, als sie heute bereitgestellt werden. Ich mache mal ein Beispiel, was mir sehr nah ist, nämlich die Frage bei Girokonten, die Preise. Seit 2017 ist vorgeschrieben, dass in jedem EU-Land jeder Bürger, jede Bürgerin kostenlos den Zugang dazu hat, zu Informationen, was ein Girokonto kostet und welches Girokonto preiswerter ist und welches nicht. Wir sind da in Deutschland 5 Jahre hinten dran, haben es nicht auf die Kette gekriegt, um das mal so zu sagen. Das ist ärgerlich. Und dabei wäre es vergleichsweise einfach. Es geht nämlich um 17 Zahlen, die Kosten eines Girokontos ausmachen. Und man könnte einfach den Banken vorschreiben, über eine Schnittstelle genau diese 17 Zahlen für jedes Kontomodell bereitzustellen. Dann hätte man die Daten. Es gibt auch eine Erfahrung damit. Wir haben das nämlich beim Kartellamt, bei den Tankstellen. Die müssen ja, wenn sie sozusagen ihren Preis an der Zapfsäule verändern, 5 Minuten später diese Veränderung über die Schnittstelle mitgeteilt haben, sodass dann diverse Softwarebuden sozusagen eine App bauen können, wo man dann hinterher die Tankstellenpreise vergleicht. Sowas könnte man bei Girokonten auch machen, wenn man denn sich dazu durchringen könnte, die Banken dazu zu verpflichten. 17 Daten, das kann im Zweifel das Sekretariat des Vorstandsvorsitzenden machen, sozusagen regelmäßig über eine Schnittstelle bereitzustellen. Das ist aber bisher nicht möglich gewesen. Das ist so, das ist so ein typischer Fall. Ich habe das ganz oft, weil natürlich reagieren Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie die Information haben, wenn sie wissen, da ist es preiswerter, dann gehen sie dahin. Professor Dräger hat das eben gesagt, überall da, wo der Staat dafür sorgen kann, dass solche Informationen besser bereitgestellt werden können, das kostet aber praktisch nichts. Kurz vor Torschluss dieser Veranstaltung eine gute Nachricht. Das, was Sie fordern, steht im Gesetzentwurf zum Zukunftsfinanzierungsgesetz, dass die Bundesregierung gerade fast fertig hat. Yeah. Und der Bundestag wird es wahrscheinlich noch dieses Jahr beschließen. Großartig, gut. Haben wir das auch abgeräumt? Jetzt kommen wir langsam in die Schlusskurve und da würde ich sagen, kehren wir nochmal, weil es dazu auch noch einige Fragen der Zuschauer gibt, zum Thema EZB zurück. Frau Professor Dräger, die Frage lautet, kann die EZB überhaupt eine Zinspolitik unabhängig von der amerikanischen Fed betreiben? Zinsdifferenzen führen dann immer zu Kapitalabfluss, Wechselkursveränderungen und dann wieder zu importierter Inflation. Also wie groß sind denn unsere Spielräume da in Europa? Ja, theoretisch kann die EZB völlig unabhängig von der Fed agieren. Es gibt ja kein Ziel für einen gewissen Wechselkurs, sondern der Wechselkurs wird flexibel am Markt bestimmt und es spielt erstmal jetzt per se keine Rolle, solange natürlich
ist dann die Einschränkung, solange aus Wechselkursentwicklung keine Gefahr für das Preisstabilitätsziel entstehen. Das ist in der Regel auch nicht der Fall, zumindest nicht in nennenswertem Umfang, dass die EZB da jetzt darauf reagiert hätte in ihrer Geschichte. Da gab es andere Beispiele in Europa, zum Beispiel die Schweizer Nationalbank hat in der Vergangenheit so eine Reaktion dann durchgeführt. Das heißt, es wird beobachtet. Natürlich fließt der Wechselkurs ein in die geldpolitische Entscheidung. In der Regel folgt daraus aber keine Aktion. Aktuell ist es ja so, dass sich die alle großen Zentralbanken weltweit auf dem gleichen Pfad befinden. Das heißt, alle haben die Zinsen erhöht, manche früher, manche später, manche stärker, manche weniger stark. Aber die grundsätzliche Richtung ist dieselbe. Und von daher besteht aus dieser Richtung jetzt da auch gerade kein Konflikt. Man hört Sie leider nicht, Herr Kumroy. Jetzt funktioniert es. Nein, ich musste mich stillschalten, weil nämlich Herr Tonka aus der Konferenz rausgeflogen ist und mich gerade auf dem Handy angerufen hatte, dass er nicht wieder reinkommt. Insofern soll ich ihn entschuldigen, was ich hiermit tue. Aber wir bearbeiten bitte noch die andere EZB-Frage, nämlich ob oder die an der Zinsentwicklung angehängte EZB-Frage, was die europäischen Staaten tun müssten, um jetzt die Resilienz der Staatshaushalte zu verbessern, damit man eben mittelfristig nicht wieder in das Staatsschuldenthema kommt und nicht wieder zu Staatsanleihekäufen kommen müsste. Ich glaube, da ist nochmal Frau Professor Dräger die richtige. Ja, im Grunde hatte Herr Tonka das ja vorhin auch angesprochen, dass es, ja, damit der Staat einfach handlungsfähig sein kann, auch gerade dann in Krisensituationen, wo expansive Fiskalpolitik gebraucht wird, ist es wichtig, dass das gesamte Niveau der Staatsverschuldung auf einem, man nennt das nachhaltigen Niveau, liegt, was also in der Zukunft auch bedient werden kann, wo es keine Probleme gibt, die Staatsverschuldung wieder zu refinanzieren etc. Wo genau dieses Level liegt, das weiß man immer nicht so ganz genau. Das hängt von auch sehr viel von der Markteinschätzung ab. Und es gibt nicht den einen fixen Wert, wo man sagen kann, alles darunter ist unproblematisch, alles darüber ist problematisch. Von diesem Gedanken, denke ich, sollten wir uns verabschieden. Es gibt aber eine gewisse Range, wo man sagen kann, darunter ist man relativ safe und darüber ist schon das Risiko dann größer, dass es da zu Problemen kommen könnte. Und insofern wäre es sicherlich sinnvoll, dass eben Staaten versuchen, immer dann, wenn es möglich ist, also in guten konjunkturellen Phasen, dann eben auch die Ausgaben so runterzufahren, dass man eben in so eine Range kommt. Gleichzeitig aber ist es, denke ich, auch sehr wichtig, immer dabei mitzudenken, dass man nicht prozyklisch agiert, weil sonst läuft dann die Gefahr, dass am Ende vielleicht Staatsausgaben zurückgefahren werden, aber ein Indikator wie die Schuldenquote trotzdem ansteigt, einfach aus dem Grund, dass das die Relation von Staatsverschuldung zu gesamtwirtschaftlicher Produktion ist, die dort gemessen wird. Und wenn die stärker einbricht, kann eben die Relation dann trotzdem ansteigen. Und das ist dann natürlich total kontraproduktiv. Das heißt, genau. Herr Tenhagen. Ja, es gibt nur eine Geschichte, die dann immer nicht diskutiert werden kann oder darf. Also als Verbraucherschützer will man das ja auch nicht, aber man kann natürlich auch Steuern erhöhen. Natürlich. Um Staatshaushalte ein Stück weit auszugleichen. Und man kann auch überlegen, an welchen Stellen das sinnvoll sein kann oder funktionieren, weil Steuern sollen ja auch Steuern. Bin ich immer erstaunt darüber, dass das als Diskussionspunkt so wenig stattfindet, weil der Biden, der macht ja, das sind riesige Konjunkturprogramme, die werden ja ständig diskutiert. Die sind ja auch in der Tat riesig. Allerdings hat er auch ganz erhebliche Steuererhöhungen, gerade im Bereich von, Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, jetzt gerade durchgesetzt. Und die bringen ja auch eine ganze Menge Geld in die Kasse.
Und jetzt konnte man gerade bei Familie Fiesmann sehen, deren Verdienste um die deutsche Wärmepumpe ich ja überhaupt nicht schmälern will, dass aber das Geld, was da reinkommt, dass da nicht so viel Steuern von fällig werden. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, im Wohnungsbau, Vonovia hat die Deutsche Wohnen gekauft. Wenn wir sowas täten, müssten wir in Berlin eine Grunderwerbsteuer von 6 oder 6,5% zahlen. Vonovia hat nichts gezahlt. Das kostet dem Berliner Fiskus 1 Milliarde. Das ist ungefähr so viel, wie alle anderen Wohnungskäufe in einem Jahr an Grunderwerbsteuer einbringen in dem armen Bundesland. Nun haben wir natürlich das Problem, dass der Finanzpolitiker, der dazu nun gerade rausgefallen ist. Ich vermute, er würde sagen, Steuererhöhungen sind in dieser Legislaturperiode von dieser Koalition nicht vorgesehen. Aber zumindest wäre das ein Thema, was wir in einer weiteren Veranstaltung gut aufarbeiten könnten, denn in der Tat sind wir schon ein bisschen über der Zeit. Und insofern zwar am Schluss, aber erfreulicherweise alle nicht am Ende. Ich danke Ihnen beiden, Frau Professor Dreger und Herrn Tenhagen, für die sehr muntere Diskussion. Wir hatten ja ein ganz breites Spektrum von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen bis zum ganz bürgernahen Dispozins. Das fand ich prima. Danke auch den Zuschauern, auch für die vielen Fragen, die wir diesmal wieder hatten. Wir haben immer ein sehr aktives Publikum. Das macht Spaß. Wünsche Ihnen allen nun eine gute Zeit und erinnere noch mal daran, dass wir am 25. Mai, also in 2 Wochen, hier wieder um 19 Uhr diskutieren. Dann über die Frage, welche Zukunft das deutsche Geschäftsmodell weltweit noch hat. Dann unter anderem mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr. Vielen Dank und Ihnen allen eine gute Zeit. Vielen Dank. Danke auch.